Mein Name ist Olaf Rude, ich bin Unternehmensberater bei SBRnet Consulting und freue mich heute sehr, hier in Tulln im Haus der Digitalisierung über das Thema Digitalisierung und die Rolle der Gemeinden in Österreich mitzudiskutieren und zu sprechen. Österreich steht mitten in großen Herausforderungen in Bezug auf den Ausbau der Breitbandnetze und insbesondere der Glasfaserinfrastruktur. Wir sind beim Ausbau hinter anderen europäischen Ländern und es gibt viele Überlegungen, was man tun kann. Eine ganz wesentliche Maßnahme sehe ich darin, den Übergang der Kupfernetze in die Glasfaserwelt zu bewältigen. Hier braucht es einen klaren Plan, um die Glasfasertechnologie überall hinzubringen und auch den Ausbau und die Nutzung letztendlich zu forcieren. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir heute sehr viel darüber diskutieren, dass unterschiedliche Unternehmen Ausbaupläne haben und wir letztendlich danach streben müssten, eine einheitliche Infrastruktur, eine Infrastruktur für alle zu schaffen, die dann viele Internet Service Provider nutzen können. Open Access, vernünftige technische und kommerzielle Bedingungen für die Nutzung dieser Netze und die Offenheit der Netze spielen dabei eine wesentliche Rolle.